Hi. Hallo. Wir wollen euch heute mal unsere Top 7 Orte in Rheinland-Pfalz vorstellen. Das Ganze haben wir uns gedacht, dass wir es mal machen, weil wir 2020 und 2021 in Rheinland-Pfalz waren und ja da noch keinen YouTube-Kanal hatten und noch keine Vlogs gedreht haben. Deshalb wollen wir das jetzt an der Stelle einfach mal nachholen und fangen dann auch direkt mal an mit unserem Platz 7. Genau, Platz 7, das ist für uns Trier. Trier ist eine alte römische Stadt und es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. Also ihr könnt super viel erkunden. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit dem Wetter, sodass wir nicht ganz so viel gesehen haben, außer die Porta Nigra, welche sich echt lohnt und geht auch ja nach oben. Ihr habt dort eine richtig geile Aussicht über die Stadt und den Dom. Aber es gibt halt noch viele weitere Plätze, auch historische Plätze. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen und bei gutem Wetter. Nicht bei Regen. Genau, unser Platz 6 ist streng genommen gar nicht in Rheinland-Pfalz, sondern noch in NRW. Wir haben es aber auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz mitgemacht, nämlich die Burg Satzwey. Die Burg haben wir uns leider nur im Regen angeguckt, was ein bisschen schade war, weil die Burg an sich nämlich echt schön ist. Also möglicherweise habt ihr die auch schon mal gesehen, irgendwie auf YouTube oder Instagram. Ist eine richtig schöne Burg. Man kann auch zumindest in diesen Burginnenhof reingehen und sich die Burg einmal ringsrum anschauen. Ist ein kleiner See nebenan. Ist bestimmt bei schönem Wetter wunderschön anzuschauen. Bei uns ein bisschen schade mit Regen, aber wir fanden es trotzdem richtig cool da und deshalb haben wir die jetzt hier in unsere Top 7 Rheinland-Pfalz mit reingenommen. Und es ist auch noch ein kleiner Geheimspot, das muss man noch dazu sagen. Ja, das stimmt. Gut besucht war es eigentlich nicht. Nee. Genau, und dann unser Platz Nummer 5, das ist nämlich Koblenz. Und zwar waren wir 2020 in Koblenz und haben von dort aus dann weitere Sachen in Rheinland-Pfalz gemacht. Und Koblenz ist echt eine mega coole Stadt. Also ihr habt so viele Sachen, die ihr euch angucken könnt. Es fängt schon beim Deutschen Eck an und wenn ihr dort im Sommer seid oder wenn es warm ist, ihr könnt euch so schön da hinsetzen und was trinken, Eis essen und auch sonst. Einfach mal durch Koblenz laufen, dort ein, zwei Tage zu verbringen und das als Ausgangspunkt quasi nehmen für seinen Trip in Rheinland-Pfalz, ist echt eine super Gelegenheit. Schaut euch mal vorbei. Genau, Platz 4 bei uns ist Baldstein. Baldstein ist so ein kleines Dörfchen, also wirklich nur ein Mini-Dörfchen an der Mosel. Es lohnt sich aber wirklich, da mal vorbeizufahren. Bei uns wieder ein bisschen blöd, weil es war halt Corona, es hatte eigentlich alles zu da. Wir waren aber bei richtig schönem Wetter da an der Mosel. Und in diesem kleinen Dörfchen, was so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Berg nach oben gebaut ist, sind viele kleine, so ja, kleine Gaststätten, wo man sich dann auf die Terrasse setzen kann, mit Blick auf die Mosel, da dann den heimischen Moselwein trinken kann bei tollem Wetter oder sich einfach ein Eis kaufen und an die Mosel setzen kann. Also es ist wirklich ein richtig idyllisches kleines Örtchen, was auch, glaube ich, noch nicht so viele Leute kennen, weil selbst bei unserem traumhaften Wetter waren nicht so super viele Leute da. Also wirklich eine echte Empfehlung, da mal nach Baldstein zu fahren, wenn ihr an der Mosel unterwegs seid. Genau, Platz 3 ist die Hängeseilbrücke Geierlei und die wird euch, wenn ihr Instagram habt, schon bekannt vorkommen. Die war während Corona-Zeiten der absolute Hotspot gefühlt, alle waren da und wir waren auch dort. Wir sind extra um 6 Uhr morgens dort gewesen. Wir wollten uns eigentlich den Sonnenaufgang angucken, den haben wir leider verpasst, aber war nicht schlimm. Es ging auch eher um die Corona-Vorschriften, die dort zu dieser Zeit herrschten. Und wir hatten auch noch einen Vorteil, die Brücke zu der Zeit komplett fast alleine. Wir konnten super Fotos machen, ungestört. Und ja, es lohnt sich dort echt mal vorbeizuschauen. Ihr lauft dahin ungefähr eine halbe Stunde durch so einen schönen Feldweg. Und ja, macht das auf jeden Fall mal. Das ist eine echt schöne, angelegte Brücke. Ja, das stimmt allerdings. Platz 2 bei uns ist die Moselschleife. Ja, die Moselschleife bei Bremen lohnt sich auf jeden Fall dahin zu kommen. Das ist eigentlich genau das Gleiche, wie Jenny gerade schon gesagt hat. Wenn ihr Instagram habt, dann werdet ihr die Moselschleife wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Wird so ganz vorsichtig verglichen mit dem Horseshoe Bend in den USA und ist wirklich richtig schön da. Also wir sind mit dem Auto relativ weit nach oben gefahren, haben da auf so einem Parkplatz geparkt und sind dann das letzte Stück gewandert. Hatten erst ein bisschen Schwierigkeiten, den Punkt, zu dem wir wollten, zu finden, weil das jetzt nicht so ein ganz breiter Wanderweg war. Also wir sind erst zweimal dran vorbeigelaufen, aber als wir dann da waren, war es wirklich eine traumhaft schöne Aussicht. Wir hatten nach wie vor super Wetter da und die, ich weiß gar nicht, 15 Minuten Wanderung oder was es jetzt war, war jetzt auch nicht so schwierig. Das solltet ihr auf jeden Fall auf euch nehmen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch von unten ganz nach oben wandern. Also wenn ihr fürs Wandern seid, ist das wahrscheinlich auch eine super Alternative. Aber zur Moselschleife solltet ihr auf jeden Fall hin, wenn ihr in Rheinland-Pfalz seid. Das lohnt sich definitiv. Genau, und dann kommen wir zu Platz 1, was auch eigentlich der größte Instagram-Hotspot Deutschland ist, gefühlt. Und zwar die Burg Eltz. Und dort waren wir schon zweimal. Einmal halt auch wieder während Corona, die Burg hatte zu. Wir konnten leider... Die Burg hatte gar nicht zu, ne? Wir waren drin. Nee, wir waren... 2021 hatte die Burg nämlich zu. Ja. So was. 2020 hatte die Burg offen, wir konnten reingehen. Es war dementsprechend halt auch voll von den Menschen. So dass wir gesagt haben, 2021, wo wir in Rheinland-Pfalz waren, wir fahren nochmal dorthin, wir fahren früh morgens dahin, damit wir auch mal Fotos ohne Menschen haben können. Und da war halt dann ja der Vorteil für uns jetzt, die Burg war geschlossen wegen Corona. Und dementsprechend war niemand dort außer uns. Wir waren, glaube ich, 2 Stunden alleine an diesem Ort und wir haben super mega schöne Fotos gemacht. Und schaut dort mal vorbei. Unser Tipp halt auch, wie gesagt, morgens, gerade auch wenn die Burg auf hat. Und vielleicht seht ihr die Burg auch im Nebel, weil dort ist es oft nebelig und es sieht einfach richtig schön aus, wenn dann der Wald mit der Burg und dann noch Nebel drumherum. Echt mega. Ja, das hat wirklich was. Genau, das war unsere Top 7 Rheinland-Pfalz, die wir euch vorstellen wollten. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt uns auch einen Kommentar, wenn ihr noch andere Punkte habt, die ihr in den Top 7 vermisst. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, am besten direkt die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, und zwar aus London. Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.